Das hier ist Patrick, der kleine Carnotaurus. Dieser war bis vor einer Minute noch mit seiner Familie unterwegs, doch dann wurden sie plötzlich von einem Rudel hungriger Ceratus angegriffen. Patrick konnte sich zum Glück ganz schnell noch verstecken, aber er weiß jetzt nicht, was mit seiner Familie passiert ist. Aber das sieht nicht gut aus. So wie es aussieht, ist Patrick jetzt leider auf sich allein gestellt. Auch wenn man noch im Hintergrund Kanus hört, also man weiß es nicht, aber das scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Aber ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Gott, wir brauchen ewig, um hier rüber zu schwimmen. Wir werden safe gefressen. Oh, ist der langsam im Wasser. Oh Gott. Oh, wir haben es echt geschafft. Und das an so einer Stelle. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind hier direkt mitten am Hotspot. Da hätten wir schon mal einen kleinen Freund. Das wäre auf jeden Fall cool. Der ist einfach nur wie. Okay, interessant. Er versucht irgendwelche Organe rauszubeißen, glaube ich. Ich werde mal essen. Dass wir zumindest das Essen bekommen. Okay, das S haben wir. Aber ich hätte halt gerne die volle Diät. Ich glaube, hier kriegen wir aber keine Organe raus. Das sieht zumindest nicht so aus. Oh, da ist der Stego. Und Tenontos. Oh Gott. Wie, versteck dich? Oh, die greifen an. Lauf, Wie, lauf. Oh, ich kann ihnen halt nicht helfen. Wir müssen jetzt auf den Namen achten. Renn um dein Leben. Du schaffst es, Wie. Glaub an dich. Lauf durch die Büsche oder so. Oder hier in den Schatten zumindest. Er lebt halt noch. Jetzt nicht mehr. Ah, das war eine kurze Freundschaft. Der wäre echt perfekt gewesen. Mit dem hätten wir gut zusammen aufwachsen können. Richtig ärgerlich. Wir müssen weiterziehen. Ist halt so. Bräuchte halt noch die beiden Striche, damit wir die perfekte Diät haben. Ich glaube, der Kano braucht halt eine gewisse Zeit, um auszuwachsen. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir halt die Perfect Diet haben. Wir könnten halt auch gucken, ob wir hier ein Reh finden. Das wären nämlich auch die beiden Striche. Und ich glaube, auf dieser Wiese gibt es halt oft Rehe. Beziehungsweise auch Ziegen, also ich verwechsel die ja ganz oft. Oh. Hallo. Einfach aus dem Nichts. Der ist aber schon ein bisschen größer als wir. Da haben wir direkt einen neuen Freund. Ich weiß nicht, ob die Taktik mir gefällt, dass er die ganze Zeit schreit. Versuche ein bisschen Abstand zu ihm zu halten. Da. Ist das eine Ziege oder ist das ein Reh? Wenn das ein Reh ist, ist es perfekt. Das ist ein Reh, oder? Ja.
Komm schon, du schaffst es. Sonst muss ich's machen. Ist immer so ungewohnt, wenn man wieder Kano spielt. Der hat so einen krassen Wenderadius und so einen Abbremsweg, wenn man halt die Seite wechselt. Oh ja, das ist genau die Idee, die wir brauchen. Schreit doch was, oder? Oh nein. Oh nein, Sebas, renn. Ja, das kommt vom Geschreie. Ich würde aber gern was essen. Oh nein, die sehen mich. Die wissen, dass ich hier bin. Oh, sind die gemein. Oh, da haben wir gerade einen Reh erlegt. Das gibt's doch nicht. Aber mein Mate ist auch weggekommen. Das ist ganz gut. Oh Mann, das hätte ich so gern gefressen. Sieht aber fast so aus, als wenn die weitergezogen sind. Jetzt riskieren. Ach, das war ein Frosch. Oh mein Gott, habe ich mich schon wieder erschreckt. Da ist er auch wieder, mein Mate. Der ist auch ganz schön angeschlagen. Ja, das mit dem Callen war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Lieber Seba. Oh nein. Und weg hier. Dann sind die nämlich schon wieder. Ich sehe den Stego. Er macht's halt wieder weiter. Oh mein Gott. Den ehrlich gesagt nicht so ganz, den Dude. Er sagt, er braucht Wasser und legt sich dann hin. Er hat wahrscheinlich einfach keine Stamina. Ist er denn schon so groß, dass er so viel Stamina verliert? Das weiß ich halt nicht. Und er geht wahrscheinlich jetzt da unten trinken, ne? Das hätte ich halt nicht gemacht. Ich wäre eher da oben links hingegangen. Hey, wo ist mein Mate? Ich hab mich nur kurz umgedreht. Ist der hier runtergefallen? Ist auf jeden Fall nicht mehr in der Gruppe. Okay. Das war's mit ihm. Aber ich glaube, Kannibalismus ist nicht gut. Naja, haben wir wenigstens jetzt kein Geschrei mehr an unserer Seite. So doll vermissen werde ich ihn jetzt nicht, muss ich sagen. Ist irgendwas an der Leiche von unserem gestorbenen Mate, oder nicht? Oh, wie der fliegt! Der hat mich hier komplett aus dem Leben gejietet. Oh, es rennt schon weg. Das dürfte was für die Diät sein. Das ist gut. Dann können wir die Punkte schon mal wieder auffüllen. Dann brauchen wir als nächstes das S. Ich glaube, das S ist Trodon oder Omniraptor. Das wird ein bisschen schwieriger. Jetzt könnt ihr auch schon mal so ein bisschen meine Farbe sehen. Ich bin relativ gut getarnt. Und hier sind Trodons in der Nähe. Das wäre perfekt. Dort, wo ich trinken will, sind auch Dinos. Das ist schlecht. Aber gut, dass sie sich bemerkbar machen. Versuch mal, zu dem Trodon zu kommen. Dann können wir unser S wieder auffüllen.
Die suchen sich halt gerade, das ist ganz gut, dadurch kollt er die ganze Zeit. Man sieht die so schlecht im hohen Gras. Renn mal lieber weg. Mit dem Wendekreis ist schwierig. Und er ruft gerade seine Mates. Also hier links am Fluss können wir eigentlich jetzt auch nicht trinken gehen. Weil hier haben wir genau den Dino von gehört. Genau aus dieser Richtung. Das ist dann auch ein bisschen zu gefährlich. Ich werde jetzt hier vorne einfach mal das Wasser überqueren. Bei dem Baumstamm. Und dann gehen wir im Sumpf gleich trinken bei dem anderen Gewässer. Das ist in der Regel eigentlich immer sicher. Ja, hier ist gerade keiner. Aber jetzt sieht man schon, wie groß wir sind. Also wir sind schon gut gewachsen. Passt noch gerade so durch die Tür. Was ist eigentlich, wenn man hier reingeht und dann hier drin wächst und dann nicht mehr durch die Tür rauskommt, wenn man zu groß ist? Wäre mal interessant. Sieht auf jeden Fall sehr absurd gerade aus, wie der hier so vor der Tür steht. Aber auch irgendwie witzig. Ich würde sagen, hier trinke ich dann mal. Das sollte eigentlich passen. Müsste safe sein. Aber ich kann euch mal einen coolen Spot zeigen, wo wir gerade mal hier sind. Da vorne ist nämlich diese coole Steinbrücke. Ist echt schade, dass dieser Ort so unbelebt ist, weil der echt cool ist. Ja, ein richtig cooler Ort. Echt schade, dass man hier so selten ist. Ach, guck mal. Da haben wir direkt was gefunden, Gott sei Dank. Aber das wird uns nicht so viel bringen. Ne, es hat fast nichts gebracht. Ja, es ist halt heftig, ne? Man geht einmal Richtung Sumpf oder so, hier ist nichts los und dann ist man schon wieder kurz vorm Verhungern. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, nochmal hier oben gucken und dann straight zurückrennen Richtung Center. Man darf hier wirklich keine Ausflüge machen. Ich muss halt jetzt hier aufs offene Feld rennen und hoffen, dass ich hier irgendwo ein Reh oder einen Wildschwein oder irgendwas sehe. Da. Oh, da haben wir Glück gehabt. Das Überleben ist gesichert. Danke, Bambi. Hör auf, Haken zu schlagen. Ich habe keine Zeit dafür. Fressen wir uns mal voll. Das sollte auch die Diät sein. Organe kriege ich hier nicht raus, aber ist egal. Essen wir den Raptor einfach so. Schon ein bisschen gruselig hier zu essen, muss ich euch sagen. Ich werde auch wieder ein bisschen Platz im Magen lassen für die anderen Diäten.
gar nicht, ob die uns jetzt angreifen. Die versuchen es auf jeden Fall. Wollte jetzt eigentlich ungern lange kämpfen. Vergiss es. Ich werde mich nicht anfreunden mit dir. Ich glaube, sie rennen davon. Das ist in Ordnung. Hier an dieser Stelle ist immer ganz gut. Dann noch schnell was trinken. Wir sind schon echt gut gewachsen. Hier ist nochmal ein Wildschwein. War schon down. Dem muss ich helfen. Ich glaube, ein Kano wird von zwei Raptoren angegriffen. Okay, ein Raptor ist tot. Chill erstmal. Nicht so viel Ausdauer gerade. Deswegen ist das ganz gut. Aber es war doch kein Kano, der angegriffen wurde. Den habe ich erwischt. Es sind noch mehr Raptoren. Das ist schlecht. Looter halt doll. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr.
Ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere am besten. Sind ja auch noch ganz kleiner. Ja, die Blutung ist halt ätzend. Darf mich nicht so viel bewegen. Den gerne erledigen hier. Der ist nämlich so. Die kämpfen da gerade gegen irgendwas anderes, oder? Nicht so ein Schlammbad irgendwo? Blut halt echt stark. Ich versuche mal kurz die Blutung ein bisschen zu heilen. Ich kann mich gerade halt nicht mehr bewegen wegen der Blutung. Kommt hier so eine kleine Nervensäge leider. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich mich noch bewegen kann. Ich leg mich einfach mal hin. Ich denke mal, der Kleine macht mir weniger Blutungsschaden, als dass ich heale. Selbst wenn er mich jetzt attackt. Es ist eine sehr bremsliche Situation. Ich weiß ja nicht, was das Richtige gerade ist. Nee, es geht halt runter. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich meine, hier vorne ist irgendwo so ein Schlammbad auch, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Kleine wird mich halt jetzt dauerhaft nerven. So viel steht fest. Oh, es hielt. Wir können rennen. Perfekt. Wir haben es überlebt. Keine Ahnung wie. Ich glaube, der andere Kano, den wir gerettet hatten, der ist wiedergekommen. Und ist jetzt in der Bredouille. Aber ich kann halt jetzt gerade nicht weiterkämpfen. Es tut mir auch sehr leid, aber so ist das. Ich esse nur ein bisschen erstmal. Ich will erstmal hier weg und Ausdauer gleich tanken. Dann mal schauen. Diese kleine Nervensäge. Meine Güte, aber ich werde ja wohl nicht verbluten wegen sowas. Also wegen so einem kleinen Biss. Kannst mir nicht erzählen. Aber ist schon nervig, ne? So ein kleiner, wenn man die ganze Zeit so wenig Blut hat und so wenig Ausdauer. Ich bleib jetzt einfach in Bewegung und dann sollte das passen. Hinter uns sind halt die anderen Raptoren auch noch, ich sehe sie. Einfach nicht stehen bleiben. Und ab in den Wald. Sobald ich halt Ausdauer tanken will, wenn ich mich hinlege, wird der Kleine wiederkommen. Und der hat ja unendlich Ausdauer, der kann mich immer verfolgen. Und der wird mich immer wieder anknabbern. Aber ich müsste ja auch so Ausdauer regen, oder nicht, wenn ich langsam gehe? Wäre halt ganz gut.
ist halt super annoying, der Kleine. Dann nochmal ein bisschen in den Wald hinein. In der Hoffnung, den abzuhängen. Und ansonsten würde ich jetzt nochmal Ausdauer tanken hier vorne gleich. Irgendwo im Busch. Aber ich recke auch kaum Ausdauer gerade. Das ist super annoying. Das ist eine fiese Situation. Dieser Kleine, der macht es mir echt schwer. Ich recke kaum Ausdauer. Ich muss gehen. Ich muss einfach weitergehen. Das ist ja Wahnsinn. Wieso regge ich denn so wenig im Liegen? Liegt das an der Blutung? Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was man in so einer Situation am besten macht. Also jetzt gerade wahrscheinlich einfach weitergehen. Also ich hätte halt gedacht, wir können easy die Ausdauer mal eben aufladen wieder. Und dann sind wir halt wieder ein bisschen flexibler. Wenn der Kleine dann nervt, können wir ihm halt auch nochmal versuchen zu erlegen. Jetzt ist mein Herzschlag echt am Start? Weiß ich ja nicht. In dem Kleinen? Wahnsinn. Gibt es ja gar nicht. Okay, also kann ich den nicht wegtanken, den Kleinen. Ich kann halt jetzt hier an so einer Stelle auch nicht stehen bleiben, ne? Hier kann ich stehen bleiben. Wenn jetzt der Kleine kommt, dann kann ich ihn beißen. Bin halt jetzt in der Sackgasse, wenn die anderen Raptoren kommen. Oh, das ist fies. Das ist wirklich fies. Ich habe einfach zu viel Ausdauer rausgepulvert. Und mein Blutlevel ist dadurch echt low. Okay, ich heile wieder. Das ist gut. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen ab. Bleiben jetzt schön stehen. Weiß ich, kriege ich mehr Ausdauer, wenn ich so bin? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen jetzt ruhig bleiben und das Blut regenerieren und dann passt das. Der Kleine ist halt super annoying, Mann. Ich frage mich ja, warum ich so ultra langsam Ausdauer regeneriere. Also so gar nicht. Liegt das echt an dem niedrigen Blutlevel bestimmt, oder? Das ist halt crazy. Geht ja gar nicht mehr hoch. Es wird halt nur mit hinlegen hochgehen, aber das kann ich halt nicht wegen dem Kleinen. Oh, ich glaube, ich bin soeben gewachsen in die andere Stufe. Das ist aber gut. Das heißt, wir sind jetzt noch mächtiger geworden. Na, ist alles cool. Die anderen Raptoren haben zum Glück... sind hier nicht hinterhergekommen. Aber ich will halt bald auch wieder los. Aber gerade ist die Situation ganz gut hier. Hier kann ich ganz gut regen. Selbst wenn jetzt die anderen Raptoren kommen, was wollen die hier machen an der Stelle? Dann nehme ich mindestens noch einen mit. Und wir haben ja hohes Leben. Also es liegt echt nur am Blutlevel. Das muss halt jetzt steigen. Probier es mal mit hinlegen kurz. Oh ja, die Ausdauer geht viel schneller hoch. Wo ist der Kleine? Beobachtet er mich noch? Scheint doch nicht. Das hilft auf jeden Fall gerade. Na, da ist er. War aber gut. Der Move war gut. Wir haben echt viel Blut regeneriert. Wir müssen halt jetzt bald was fressen. So, ich glaube, wir können wieder... mal vorbeirennen, weil er uns bestimmt beobachtet. Da ist er. Der kleine Frechdachs, guckt ihn euch an. So ein Frechdachs. Dass du dich nicht schämst. Du hast mich fast umgebracht. Du Schlingel, du.
Wenn ich ihn jetzt hier sehe, gefällt mir das ganz gut, weil dann kann ich sicher sein, dass er mich nicht attackt. Ich bin froh, dass die Großen abgelassen haben, sonst wäre ich tot gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass mein Fehler war, dass ich mich viel zu viel bewegt habe. Dadurch ist die Blutung so stark geworden. Weil wenn ihr mal guckt, ich habe ja fast kein Leben verloren. Also das heißt, ich hätte noch viel mehr Hits von denen tanken können und einfach im Stehen kämpfen sollen. Ich habe halt so versucht, eine gute Stelle zu finden, wo es immer sehr uneben ist, weil ich weiß halt, wie es ist, wenn man auf einer Schrägen kämpft als Raptor. Das ist immer unangenehm. Aber ihm wird das nicht so gut geklappt. Also das muss ich auf jeden Fall noch üben. Aber eine coole Situation. Sehr, sehr spannend. Hat Spaß gemacht. Da ist eine Pflanzenfresserherde vor mir. Vielleicht kann ich mir da ja einen Snack abholen. Das wäre super. Ich glaube, die haben mich schon gespottet. Der eine Stege guckt genau hierher. Bewegt mich mal einfach nicht. Vielleicht haben die mich auch nicht gespottet. Guck mal, da sind Tenos, kleinere Stegos. Natürlich auch große Stegos. Aber so ein kleines Stego wegzusnacken wäre schon nice. Oder halt ein Teno. Aber es wird halt schwer in so einer großen Herde. Schlag zu. Schade, schade. Ich glaube, ich hätte ihn einfach beißen sollen und nicht umboxen. Muss ich halt auch noch lernen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der große Stego so schnell da ist. Was haben wir denn da? Ich glaube, da ist ein Kanu in Gefahr, oder? Warte mal. Ich warte unten. Sehr gut, die haben den einfach runtergescheucht. Und an dieser Stelle soll es das jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Falls ihr noch eine zweite Folge von dem Carnotaurus Patrick sehen wollt, dann schreibt einmal Hashtag Carno in die Kommentare. Und ihr könnt natürlich auch wieder gerne in die Kommentare schreiben, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.